Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dem schönen Unterhaltungsfernsehen bei den Aufregers. Let's Play Secret of Mana. Mit Kati. Olli und Kati. Und Kati und Olli. Sehr nice. Wir waren letztens stehen geblieben beim Schicksalsberg. Bei den Schattenruinen heißen die, glaube ich. Schicksalsberge? Ja. Und die Ruine? Was? Ach Quatsch, der Tempel. Wir sind jetzt in der Höhle, im Nachttempel oder irgendwie so. Ja. Echt? Nachttempel? Nachttempel? Nachttempel, genau. So, wir sind jetzt für euch schon mal bis dahin gelaufen, wo es jetzt mit weitergeht. Wir haben ja jetzt den Clown-Orb gehabt. Ja, das war schon... Das war jetzt ein bisschen schwerer. Ohne die Lösung ist das echt schwierig. Weil wir uns ja, schon verlaufen. Schwierig. Das habe ich schon eher wieder... Oh, du bist Level 35, nein. Verlaufen, geil. Und, ja, war blöd. Aber jetzt... So, was ist jetzt hier? Opa, ich kann da rüberlaufen. Was ist rechts? Da ist ein kleiner Typ und ist hier irgendwas. Nein. Gut. Okay. Ich ignoriere den Typ, der geht mir auf den Sack. Komm, wir machen die von hier aus kaputt. Und das? Die springen weg. Okay. Okay, ich brauche auch eine Waffe. So, und ja, wir sind hier immer noch da. Also, es ist ein Tempel. Anscheinend gibt es hier auch wieder einen Orb. Ein Ork. Ork. Und. Okay, komm, wir gehen besser. Ich hasse diese Geister. Ach ja, echt. Kein Scheiß. Komm, Mädel. Komm, Mädel. Komm, Maledi. Komm, Maledi. Mit dem drüberlaufen ist so schön. Und hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter? Hier geht's nicht weiter. Ja gut, dann gehen wir weiter nach rechts. Aber ich mag den Tempel. Der ist so ein bisschen finsterer. Da. Aber es ist halt ein Tempel und deswegen mag ich ihn, weil ich liebe Tempel. Und nochmal. Oh, und da ist wieder wahrscheinlich nichts. Ich möchte trotzdem nach oben. Nein. Auch okay. Nix. Ey, ganz ehrlich, irgendwann wird dann eine Truhe sein mit einem Orb und da ist ein Schwertorb drin. Und so du treffe ich die nicht, das ist so langweilig, Mann. Ich muss mit dem Nahkampf ran. Im Nahkampf geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin grabstämmig. Nein. Oh oh. Ich dachte gerade die Brücke stand sein. Ja, genau. Bam! Was war das denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war, Leute. Weiter. Das ist ein. Nocturne bezwingt mich. Bezwingt mich. Wir brauchen für einen. Dass wir ihn zerstören. Was? Keine Ahnung, was wir für eine Waffe nehmen. Wir was ist das denn hier? Wo sind wir denn hier? Das ist jetzt der Modderpudding oder der Höllenschleim oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Was? Das zieht gut ab. Ich nehme das jetzt einfach. Ja, mach du die ganze Arbeit. Oh, ich habe 12 Schaden gemacht. Wow. Ja, ich glaube, ich mache das besser. Oh mein Gott. Und du musst aufpassen, dass du nicht so, weil sonst wirst du irgendwann von dem eingesungen. Das ist dem Mädchen irgendwie gerade egal. Ja, irgendwie die Schütze. Wird immer kleiner, siehst du das? Mhm. Das ist gut. Ja. So, und jetzt... Ja, mach. Ja. Ja! Oh, ich hab mal was getroffen! Cool! Ja, ja. Cool! Also eine Kombo von mir ja, zieht halb ja, so viel wie ihr Zauber. Leckt mich. Also die wird einfach viel zu mächtig, die Koboldin. Die ist einfach die Overpowered. Man könnte das Spiel genauso gut Koboldin nennen. Also, Ja, das ist guck mal, sie hängt fest. Haha, guck mal, wie sie leidet. Guck mal. Ah, Janik, du Trottel. Das ist schon cool. Guck mal, wie dunkel das ist. Voll gruselig, ne? Ja. Oh, du bist kumuliert. Oh, ja, Mann, wo das? Das war jetzt meins. Das war ich. Ja, warum war meiner? Ey, der macht mich am Arsch. Hat er gerade mit mir auch gemacht. Putz, ja okay, 106 Schaden. Ich bin fast tot. Ja, dann machen wir... Entschuldigung. Mach mal Allheil. Kraftwasser. Immer dieses Allheil. Ah, schnell. Ich bin mir nicht sicher, aber Allheil kommt. Der Zauber Allheil. Allheil klingt irgendwie wie so eine Religion. Allheil. Oh, I need a Nuss. Ich need a Nuss. Schieße. Hat er gerade hier gesagt? Er hat hier gesagt. Ich meinte Ski. Skifahren tue ich gerne. Oh, vielleicht. Hals, Mandelentzündung habe ich. Oh, jetzt kommt lauter YouTuber-Insider hier. Das ist echt geil. Also, der Boss ist echt mal richtig schön. Da will ich auch überhaupt, bis es vorbeigeht. Da kann auch mal ruhig mal eine halbe Stunde gehen. Der macht doch fast gar nichts. Der schwabbelt nur rum. Ja. Muss man aber nur aufs Maul gehen, so ein riesiger Sandsack. Der hat eben Hades-Granaten gegen dich eingesetzt. Ja, mein Gott. Ich bin wieder fast tot. Ja, ich hab grad gewinnt. Alter, guck mal meine KP an. Ich hab genau 100 mehr als du. Nice. Cross Scheiße. Komm, jetzt geh kaputt. Komm, das war's doch jetzt. Alter, der hat mir schon wieder 100 hat er KP. Zwar, es macht zwar nichts, aber er hat echt viel. Aber guck mal, wie klein er schon ist. Ja, das ist geil. Kriegen wir eigentlich auch für den Endgegner? Das zieht echt. Das zieht ordentlich was ab. Ordentlich, ja. Oh ja. Ordentlich Schaden. Ja, ordentlich. Tja, ich bin DJ ordentlich. Nicht die. Ich bin DJ ordentlich, wenn die Karte mir die Bude aufräumt. Hartes Granat. Oh, Janik, der arme Kerl. Warte, ich rette ihn.
Rette ihn, indem du weiterhin machst, was du immer machst. Und ich ziehe ihm nichts, wenn ich nicht auflade und... Aber los hier, ey. Jetzt fassen. Ja, und was war das denn? Level up, glaube ich. Das könnte sein, dass wir so wie als Level 5 ist. Wäre ziemlich cool. Das ist ja echt nice. Okay. Das war, wir wissen überhaupt nicht, wie es heißt, ne? Jetzt geht's los. Jetzt kriegen wir ein Schwert ab, oder? Jetzt läuft es sich jetzt was anderes. Schwert ab. Schwert ab. Und weiter geht's. Und? Und? Bogen ab. Level 35 und? Kein Orb. Kein Orb. Gut, dann kein Orb. Oh, jetzt habe ich zwei Sperrorbs. Ich habe zwei Sperrorbs jetzt. Ja. Geil, ich habe einen Sperrlevel 5 und Sperrlevel 3. Dankeschön. Guck mal. Boah, cool. Ich bin Nocturne, Patron der Dunkelheit und Diener des Mana. Gegen meine Zauber kommt keiner an. Ich werde euch begleiten. Nocturne schließt sich an. Soweit ich weiß, hab nur ich den. So viel du weißt. Boah, geil. Ey. Ja, sie hat den nicht. Ich hab den. Ja, was sollst du auch machen? Sollst du uns zu Vampiren verwandeln? Ja. Höllenaura, Zaubersperre und Hadesgranaten. Okay, und also das ist eine blaue Feuer. Sieht so toll aus! Wir müssen den Neuersamt versiegeln! Warum machst du das denn? Ich bin doch der. Nee, ich bin überhaupt nicht mehr der Stärkste. Ich bin schon lange nicht mehr der Stärkste. Die macht ja alles. Ich mach 500 Schaden auf einmal. Kraft des Saumes erhalten! Geil. Schön. Okay, also das heißt, wir haben die Fähigkeit Dunkelheit. Alter, sieht so toll aus! Nee, sieht echt schön aus. Ich möchte kurz posieren. Und dann geht's weiter. Oh, nee, aber echt geil. Jetzt haben wir also gleichzeitig die Fähigkeit erhalten, unversiegelt. Mhm. Okay, gut. Dann, ja, das ist doch geil. Okay, klasse. Neue Fähigkeit erhalten. Hast du es jetzt, verstanden, dass der Pudding da, der war Nocturne eingeschlossen? Das ist ja, hat er am Anfang gesagt, ne? Seil. Nocturne, zerstör mich, hat er ja gesagt. Ich war doch am Anfang, Nocturne, zerstöre mich. Ja, klar, ja, klar. Ja, er war das ja gewesen. Er war ja da. Er war daran eingeschlossen. Wir sind immer noch auf dem Schicksalsberg. Haben jetzt Nocturne, beziehungsweise ich habe Nocturne. Ich hab wieder immer nichts. Und ich will jetzt mal ausprobieren, meine neue Kraft! Ich will den Berti. Hadesgranaten! Ich will Berti und ich will drei Schwert auf. Wir können so viele Waffen schmieden, ey, ist unglaublich. Ja, die hat zwei Klauen und einen Boomerang. Ich habe zwei Speere. Und die Tusnelda hat auch irgendwas. Glaube ich. Tusnelda! Ich habe einen Peitsche hat sie. Peitsche, genau. Dann ist sie dann ein Speer. Die ist Level 5 dann. Ich habe dann einen Speer Level 5. Es geht schon mit Level 5 los und ich bin noch nicht mal Level 4 mit Schwert. Ich bin auch noch nicht Level 4 mit dem Boomerang. Du bist nicht der Einzige. Doch, aber ich bin das Stärkste hier. Ich muss. Du bist Zauber Level 5. Ja. Ja. Wofür brauchst du starke Waffen? Du kannst zaubern ohne Ende. Blumen. Du musst nicht in allen der Stärkste sein. Oh doch. Oh doch. Guck mal da oben, Küken. Oh Olli, guck mal, du hältst am meisten aus. Ja, danke. Ich kann Scheiße fressen, während du rumzauberst. Sorry. Oh, ein Ei. Ein Ei. Ich töte es. Piep, piep. Oh, das ist aber brutal. Ich will das gar nicht töten, das macht mir doch gar nichts, oder? Sieht aus wie ein Tamagotchi. Oh. Oh, was ist böse. Puh, möchte ich gar nicht. Ich will wissen, wie die heißen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht. Piep-Mazi. Bei manchen, nee. Ist das ein Dingelchen vielleicht? Nein, das ist kein Dingelchen. Kein Dingelchen. Dann würden wir es nicht töten. Ah, Dingelchen sind lieb. Schön. Dingelchen sind lieb. Ja. Dingelchen, Dingelchen, Dingel, Dingel, Dingelchen. Kommt her, Kinder. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir weiter den Schicksalsberg hoch. Schicksalsberg. Schicksalsberg hoch. Und, genau. Und ja, und für unser Schicksalsberg. Boah, geil, runterspringen. Boah, sind wir hoch oben. Hoch oben auf dem Berge. Eigentlich müsste doch hier mal Schnee liegen, oder? Ich weiß nicht. Oder, ja, bei der Höhe schon. Ne? Ja, guter Mann, ey, krass. 50 Millionen Meter hoch. 50 Millionen, aber mindestens. Wer ist gerade? Alexander Baumgarten oder wie er heißt? Baumgarten auf jeden Fall. Alexander Baumgarten. Ja. Voll cool, ey. Ja, gell? Ja, da, wir übertreffen den zwar und springen gleich runter. Krass. So geil. Hier. Ah! Und zwar ohne Fallschirm. Und wir sprechen gleich dreimal die Schallmauer. Hat das eigentlich geschafft, die Schallmauer zu brechen? Na, ja, ne? Katis Waffenlevel geschrieben. Wie kann das denn der Körper überhaupt aushalten, frage ich mich. Ja, ich habe auch echt gedacht, dem platzen die Augen oder so. Was habe ich denn jetzt platzen gemacht? Platzen die Augen, dem platzt alles. Falsch gemacht. Bei der Reibung? Ja, hast du gerade Sieger heilt? Ja, es tut mir leid. Ich bin jetzt oben. Erster. Ich setze mein Kreuz. Oh nein, Kati ist bewusstlos. Oh nein. Oh, du blöde Blume. Alles blaue Blume. Alles okay da? Bitte? Alles okay da unten? Ich hab mich am Arm gejuckt. Achso, ich dachte, du hast dich an. Oh! Oh, wie
konnten wir das nur übersehen. Nee, echt, haben wir den echt übersehen? Ich hab den nicht gesehen, du. Ich auch nicht. Endlich Kunden. Ja, da ist auch ja, ein da, gutes Geschäft. Da kommt jeder her. Ja, 400 Maul. Das wird aber jetzt richtig teuer wieder sein. Boah, der hat neue Ausrüstung. Boah, Nick. Aber kriegen wir alle drei. Wir können es uns leisten, ja. Den nehmen wir aber dann nicht. Mach mal die drei. Mach mal die drei. Geil, Alter. Wie geil ist das? Das hatte ich noch nie, dass ich mir das leisten konnte. Wir hätten vorher hochgehen sollen und dann ins Schloss. Wir hätten mal weggeschnipst. Den auch gerne. Warte mal, geh mal aufs Armband. Wie viel kostet das Armband? Das ist für uns alle drei. Okay, und der Helm ist teurer, aber, ne? 4.600, okay, dann kaufe ich erstmal die Armbänder. Ja, genau. Das reicht für uns alle, das reicht für uns alle. Boah, das hatte ich noch nie. Das reicht für alles, weißt du, alles. Wie viel ich trainieren musste dafür? Halt, du hast die halbe vergessen. Ja, Moment, ich will erstmal die anderen verkaufen. Warum denn? Das reicht. Ja? Das reicht. Na gut. Das kostet genau 12.000. Ja. Oh, das hatte ich noch nie, ey. Das ist ja, wir haben uns aber auch wirklich rumgemetzelt, oder? Ja. Also. Oh, Leute, ey, wir sind so overpowered. Wir sind so. Ja, genau. So, wir sind hier. Wir sind hier, geil. Genau. Sehr gut. Voll geil. Also, richtig krass. Echt super. Da freu ich mich. Haben wir jetzt auch nochmal richtig Kohle für gekriegt? Genau. So, und jetzt nochmal die Helme. Was machst du denn? Ja, Entschuldigung. Bitte nicht nochmal. Was machst du denn? Nur zwei. Das Mädchen kriegt davon keine und ich habe jetzt gerade die Krone verkauft. Ja! Das ist natürlich jetzt blöd. Ich sag noch vorher, kauf den Helm vorher. Jetzt hat sie keine Kopfbedeckung. Jawohl, jetzt kriegt ihr erstmal aufs Maul. Ach, scheiße, ey. Was machen wir denn jetzt? Ja, kannst nichts machen. Ich kaufe jetzt erstmal ein bisschen. Das ist jetzt natürlich scheiße. Jawohl. Dann denk, du bist ohne Schutz. Ja, dann fliegen wir direkt in die nächste Stadt. Gleich. Da kommt jetzt gleich kein richtiger Tempel mehr. Okay. Also nicht so wie bei Nocturne. Und nicht so hart. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Es kann jedem einen Fehler passieren, Kati. Keiner ist perfekt. Ja. Warum hast du mich jetzt so böse angeguckt? War das böse? Nein, war nicht böse. Ist doch alles okay. Mein Geist ist anziehen! Genau. Boah, sind wir hier schon in Ausrüstung. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Elfendiadem. Zauberumhang. Das klingt ja schon voll edel alles, ne? Hexenfetisch. Hexenfetisch? Ja. Oh ja, ich habe auch einen Fetisch für Hexen. Das tut mir jetzt echt voll leid, aber es geht nicht. Ja. Geht halt nicht. Scheiße. Okay, alles klar. Ja, immer schön auch mal auf den Olli hören. Ja, du hast mir ja auch nicht gesagt, dass sie den Helm nicht anziehen kann. Ich habe aber gesagt, kaufst du erst den Helm. Ich wollte nur das Geld überprüfen. Dann lass mich doch, ich bin der geschwindnere Kopfrechner. Ich habe ja gesagt, es geht. Weiß egal. Ist doch jetzt egal, was wäre, wenn, bla bla bla. Bringt ja gar nichts. Hallo, lass es doch. Hui, hui, Mama, hui, hui. Ja, okay. Olli. Ja, Olli, Mensch, was gibt dir da an Energieanzeige unten? Ja, weil du das gerade gemacht hast. Echt? Hängt's jetzt? Echt, das Spiel ist gestresst. Boah, wie geil, ey. Stress. Bam. Komm, dann kriegen wir das noch in dem Part unter. Was denn? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist da oben. Das da oben? Buh! Ich will aber das Buh. Was ist das hier? Ich dachte nicht, dass du das Buh besiegen willst. Was ist das denn? Ein Vogel? Vogel! Ein Ranul. Verschwindet! Der Meister ist nicht da! Na toll. Toll, toll. Meister Luna! Ist zur Goldinsel geflogen, nordöstlich von hier. Luna. 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 Luna, der Mond. Nordöstlich von hier. Okay, dann müssen wir fliegen. Ich weiß, wo das ist. Da kriegt sie ja noch direkt eine neue Mütze, deswegen ist das doch nicht hieß schlimm. Es nicht, wir waren vorher mal aus Versehen in einer Goldstadt gelandet, im vorletzten Part mit Lufti. Ja, und ich weiß, wie wir da hinkommen. War in der Goldstadt nicht immer alles zu teuer? Von ja, aber wir haben jetzt beim Bucherkarte, das kriegst du zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Ausrüstung, die wir jetzt gerade haben, die kriegen wir nicht beim normalen Händler. Okay. Und was ist, wenn die in der Goldstadt besser ist? Ja, glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wenn doch, dann weiß ich mir echt den... Ich glaube nicht, ne? Das war das Trüffeldorf. Nordöstlich, hat er gesagt. Ja, genau. Ich bin auch nordöstlich geflogen. Ja, also, guck mal da links und da rechts und überall und... Nee. Ich kann nicht landen da. Nee, stimmt. Sag ich doch! Shit. Shit. Ich hatte recht.
mal wieder, zum zweiten Mal in einem Tag. Rutsch mal, ich will mal meinen Arm da auflegen. Mein Zuckerarm wird langsam schläfrig. Das ist meine Seite der Armlehne. Wir beide wollen doch keinen Ärger bekommen. Ja, ich geb dir gleich. Ich geb dir gleich, Katie Rebel, Mann. Katie Rebel. So, was ist jetzt hier? Alles. Ja, ich klappe jetzt. Ja, stimmt, das ist es auch nicht. Oh Mann, ich darf doch auch mal Fehler machen. So seht ihr auch mal ein bisschen was. Das war doch auf der Insel, so oder? So seid ihr gespannt. Ja, und was war das jetzt? Das war, Destinea, glaube ich. Was ist mit dem? Dingelchen-Insel. Du fliegst in Richtung Norden, nicht nordöstlich. Upsi. Nebelvulkan. Hier. Nee, das ist der Elfenteich da hinten. Ja, das ist Pandoria dann. Das ist auch nicht. Du fährst in den Osten, oh, nee, da in die Richtung. Einfach mal Nordosten. Einfach mal ein bisschen. So. Das war doch so eine Insel, oder nicht? Das ist. Ja, Sanada. Das gibt's aber nicht. Okay. Schnell. Auch nicht. Gut, also weiß ich jetzt auch nicht genau. Jetzt vorhin zufällig gefunden. Jetzt bist du wieder hier. Ich bin nicht nordöstlich gerade, bin anders geflogen gerade. Südöstlich? Keine Ahnung. Aber es hieß nordöstlich. Südöstlich fliege ich jetzt. Warum? Weil das südöstlich war. Gut, alles klar. Dann wir sind doch eben auch südöstlich geflogen und haben es dann gefunden. Ja, stimmt. Ja, weiß ich nicht, ob du dich über südöstlich gehalten hast oder dann von kurz abgekommen bist und dann das zufällig gefunden hast. Das könnte. Nee. Ja. Was ist das? Da waren wir doch gerade, oder? Nee, wir waren gerade am Meer. Bist du außerhalb, oder? Nee, das ist schon wieder das. Alter, fick dich, warum hab ich meine scheiß Karte nicht dabei? Wir sehen uns gleich in der Goldstadt wieder. Wir haben es gefunden, wey! Karte ist auf dem Way! So, was wollten wir jetzt hier nochmal? Hier war Luna irgendwo. Oh, das sieht aus wie Schmied. Berti! Endlich! Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Ich dachte mir, bevor dieses Haus leer steht. Oh, jetzt wird's knapp. Boomerang, bitte. Boomerang. Kati braucht den Boomerang. Da. Kometenschwalbe dazu. Insekt. Irgendwas. Insektenteller. Wo ist Peitsche fürs Mädchen. Peitsche. Für sie. Und Dämon, was wird das? Zu Dämonenspeer und Dämonenspeer wird zu Juwelenspeer. Oh, das hört sich schon sehr edel an. Deine Klaue. Dazu Tarantelklaue. Und die Tarantelklaue wird zu Echsenkralle. Wow, wir werden so mächtig, Leute. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. Das war so viel. The Mabel könnt ihr's. Und ich bin immer noch Level 3, yes. Mit dem Schwert, yes. Und dann eine alte Oma, yes. Hä? Ich hätte gerne was gekauft. Ja, cool. Gut, danke. Für die Gastfreundschaft. Eben nicht. Was haben wir denn gemacht? Keine Ahnung. Meinst du, willst du die Luna jetzt noch in dem Part holen? Nee. Ich okay. Dachte, das geht schneller. Okay, und was haben wir hier? Da können wir kaufen wahrscheinlich. Da können wir da wahrscheinlich verkaufen. Ja! So, und jetzt kommt hier eine viel bessere Ausrüstung. Achtung. Nein, wird's nicht. Wird's nicht? Oh, na. Wie viel hat das bevor gekostet? Weißt du es noch? Nicht 30.000, weniger. Sicher? Ja. Ist das aus dem Bikini? Ja, ist es auch. Also, wie viel ist das denn? Ja, das tut mir jetzt echt leid, aber das wusste ich nicht. Tja, jetzt haben wir halt eine zweitklassige Ausrüstung. Zum ersten Mal im Spiel. Ist das nicht toll? Ja, was hat denn der Rest gekostet? Es war 23.000 für die alles Beste. Alles weniger? Doch weniger als das hier? Ja. Auch weniger als das, es waren ungefähr 7.000, 6.000 rum. Die Weste war, der Helm weiß ich nicht genau. Ja, das auf jeden Fall, in Kappe auf jeden Fall teurer. Tja, das. Mädchen. Ja, aber trotzdem, es ist, ja. Ist egal, Leute, wir werden uns nächstes Mal Luna holen, dann erstmal wieder eine Runde farmen, weil es uns so Spaß macht. Das waren die Aufregers, wir setzen uns kurz an den Tisch, komm, wir setzen uns an den Tisch und chillen mal eine Runde, okay? Okay. So, ich möchte, warum kannst du dich hinsetzen? Egal, wir chillen hier eine Runde. Kann ich das machen, dass das Mädchen sich hinsetzt? Oder wir chillen auf der Couch? Geht auch nicht. Gut, wir gehen dann. Wir stellen uns an den Tisch. Oh, guck mal, jetzt stehen wir gut in der Ecke. Geh du noch links. Links an. Nein, das sieht scheiße aus. Geh links von blonden Mädchen.
Genau. Genau. Das sieht doch gut aus. Hallo, ich kann nicht über den Tisch gucken. Leute, das waren die Aufreger. Das nächste Mal vielleicht nochmal ein neuer Orb gleich. Wir haben tolle Waffen bekommen. Ich weiche Hände. Und das nächste Mal geht's wieder weiter mit Secret of Mana und Kati und den weichen Händen. Ciao! Tschüss!